I love it. Die ersten 8 Schritte. Wir machen ein Chassé nach rechts. Den rechten Fuß zur Seite, den linken Rand. Den rechten Fuß zur Seite. Jetzt machen wir eine halbe Rechtsdrehung. Setzen den linken Fuß ab und machen gleich einen Chassé. Die halbe Rechtsdrehung, den linken Fuß absetzen, den rechten Rand und den linken Fuß wieder nach links. Und ich zeige diese 4 Schritte noch einmal, damit man die nachfolgenden besser sehen kann. 1 und 2, 3 und 4. Jetzt kommen 2 Kickball Cross. Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn, setzen den rechten Fuß hinten wieder ab und kreuzen gleich den linken Fuß über den rechten. Das Ganze noch einmal. Rechte Fußspitze nach vorn kicken, den rechten Fuß hinten wieder absetzen und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Dabei drehe ich mich rum. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt folgt ein Seitrock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt folgt ein Zählerstep. Den rechten Fuß hinter den linken absetzen. Den linken Fuß links absetzen und den rechten Fuß etwas nach vorn. Jetzt folgt ein Zählerschaffel mit einer halben Linksdrehung. Den linken Fuß schwingen wir hinter den rechten, machen dabei schon eine halbe Linksdrehung. Den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder nach vorn. Dann setzen wir die rechte Fußspitze rechts ab, den rechten Fuß an den linken ran und gleich die linke Fußspitze links absetzen und den linken Fuß an den rechten wieder ran. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 und. Und alles von vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 und. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum, dann sieht man das wieder besser. Es war jetzt der Ausgangspunkt, dass wir den linken Fuß an den rechten rangezogen haben. Und wenn wir das gemacht haben, setzen wir den rechten Fuß gleich nach vorn, den linken Fuß nach vorn und ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Und ein Coaster Step mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, den linken ran und den rechten Fuß nach vorn. Und noch ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 und. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir machen jetzt einen Triple Step auf der Stelle mit einer Dreivierteldrehung. Also so, dass wir bei 3 Uhr wieder rauskommen. Den linken Fuß weit hinter den rechten schwingen. Den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß vorn absetzen. Ich zeige das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß über den linken. Den linken setzen wir zur Seite,
den rechten Fuß hinter den linken. Jetzt folgt ein Seitrock mit links. Den linken Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Und zum Schluss noch ein Behindside-Cross mit links beginnt. Den linken Fuß hinter den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß kreuzen wir über den rechten. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige diese letzten Schritte noch einmal von der anderen Seite, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.